Das passiert, wenn so eine Gaskartusche explodiert. Vorweg möchte ich sagen, dass jede Explosion, die im Video zu sehen ist, nicht von mir fabriziert wurde und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, so eine Gaskartusche zu sprengen. Ich benutze nur die Szenen, damit ich euch im Video zeigen kann, dass so eine Gaskartusche gar nicht ungefährlich ist. Und dass ihr auf jeden Fall aufpassen müsst, wenn ihr damit rausgeht. Eigentlich ist so eine Gaskartusche total sicher und da kann gar nichts passieren. Aber wenn doch was passiert, dann ist so richtig scheiße. Damit auch wirklich gar nichts passiert, müsst ihr darauf achten, dass ihr diese Gaskartusche geschützt lagern tut. Also meidet Temperaturen von 50 Grad oder höher. Stellt den auf gar keinen Fall auf einen Heizkörper oder auf einen Ofen oder auf einen heißen Kamin oder sowas. Auch nicht, wenn ihr bei Minustemperaturen Winterbiwak macht und neben Lagerfeuer Glühwein herstellt. Geht auf jeden Fall so ein paar Meter vom Lagerfeuer weg. Das Ding darf auf gar keinen Fall direkt neben Lagerfeuer stehen. Weil wenn vom Lagerfeuer hier Glut gegenspritzt, dann kann so ein richtiger Feuerball entstehen. Und das wäre so richtig Katastrophe. Und Leute, meidet auf jeden Fall in der Sommerzeit direkte Sonneneinstrahlung. Weil als wir eine 48-Stunden-Biwak-Tour im Pfälzerwald gemacht haben, da hatten wir ein richtig geiles, warmes Wetter gehabt. So richtig mit ganz viel D3-Schepperung, was richtig runterkam. Das war richtig geil. Das war ein richtig geiles Wetter. Und da hatten wir aus Versehen so eine Gaskartusche in der Sonne liegen gelassen gehabt. Und auf einmal hat das so richtig Knack gemacht. Und so ein Knacken ist so ein Indiz dazu, dass ich danach explodieren könnte. Zwar ist nichts passiert, weil wir die Gaskartusche direkt ins kühle Schatten hingelegt haben, aber trotzdem ist das nicht ungefährlich. Und deswegen stellt ihr auf gar keinen Fall dorthin, wo es heiß werden könnte. Und Leute, verspricht mir auf jeden Fall, dass ihr das Ding niemals ins Feuer legt und absichtlich sprengen lässt. Das ist wirklich nicht ungefährlich. Obwohl so eine Gaskartusche gar nicht ungefährlich ist, bevorzuge ich so eine Gaskartusche definitiv für Bushcraft oder Trekkingtouren, also für so eine Biwaktour und so weiter. Weil das ist der beste Brennstoff. Man kann mit Gas auf jeden Fall viel besser kochen als mit anderen Brennstoff, wie, keine Ahnung, Brennstofftabletten oder dieses Öl. Also Brennpasta ist das, genau. Oder Spiritus oder so. Das geht damit viel besser mit Gaskartusche. Deswegen nehme ich auf meine Touren meistens Gas mit, weil Gas ist immer so richtig geil. Weil Gas brennt und hat Dampf. Ich habe euch diese Gaskartusche unten verlinkt, weil Gas ist voll geil. Das war gerade ein kurzes Video, weil ich habe gerade keine Zeit, um draußen zu schlafen und ich brauche ein Video für euch. Aber in den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall wieder draußen schlafen mit Gaskartusche. Ich werde damit kochen und so weiter, weil die Dinger sind so richtig geil. Auf dieser Playlist findet ihr noch mehr Bushcraft und Survival Tutorials. Schaut euch diese Videos an und durchforstet meinen durchgeknallten Kanal durch. Ich mache viele verrückte Sachen.